Über 400 Kilometer noch stehen den Schiffen bis zur Mündung bevor. Und je nach Strömung 12 bis 18 Stunden Fahrzeit. Innerhalb der Flusssysteme Chinas hat der Yangtze eine überragende Bedeutung. Er bewältigt nahezu 70% des gesamten Güterverkehrs der Binnenschiffe. Diese Bedeutung erkannte bereits 1949 der Volkskongress. Von den genehmigten Mitteln für den Ausbau der Wasserstraßen entfielen vorrangig 90% auf den Yangtze-Kiang. Am Ende des Industrieareals Nanking-Shanghai tritt der Yangtze zwischen dem 31. und 32. Breitengrad ins Gelbe Meer. Auf derselben Höhe mündet, ein Viertel des Erdumfangs weiter westlich, der zweitlängste Strom ins Meer, der Nil. Das Ziel ist erreicht, Shanghai, 20 Kilometer südlich des Deltas am Nebenfluss Huangpu. Nicht am Meer liegt die Stadt, sondern übersetzt man Shanghai wörtlich über dem Meer. Ein Name, der die beherrschende Stellung verdeutlicht, hier an einem Ort nahe der Mündung des Vaters aller Ströme, wie die Chinesen seit jeher den Yangtze nannten. Die Passagiere brauchten auf der langen Fahrt ihre Uhren nicht vorzustellen, denn für ganz China gilt eine einheitliche Zeit. Und doch geht an der Mündung die Sonne 2 Stunden und 10 Minuten eher auf als an der Quelle. Denn 32 Längengrade durchmisst der Yangtze. Das ist 1/11 des Erdumfangs. Am Westufer das Symbol Shanghais, die Prachtstraße Chongchandonglu, einst The Bund. Schon im 19. Jahrhundert beschrieb ein populärer Handweiser für Touristen den außerordentlich umfangreichen Handel. Seide und Tee sind fast die alleinigen Beherrscher des Exportes. Als Gegengabe Opium, welches eine jährliche Menge von 30.000 Kisten erreicht. Shanghai kennt keine eigenen Dampfkräne. So billig ist hier die Arbeitskraft der Kulis. Doch um zu Traktaten eines zivilisierten Handels zu gelangen, mussten die Engländer dem Übermute der Chinesen zunächst mit den derben Worten ihrer Kanonen entgegentreten. Nachdem Shanghai erobert und dem Fremdenverkehr übergeben, liegen oft bis zu 100 europäische und 1000 chinesische Fahrzeuge im Hafen. Europas Gier nach China war grenzenlos. Shanghai, eine der ersten vier Städte, die sich fremden Konzessionen öffnen musste, wurde wie ein Kuchen aufgeteilt. Im International Settlement, einer geschlossenen Residenz, lebten Briten, Deutsche, Russen, Österreicher, Italiener, Belgier, US-Amerikaner und Japaner. Weiter südlich die Concession Française, anschließend das Chinesenviertel, in dem, wie das Reisehandbuch schrieb, unter Hunderttausenden von Seelen die Armut Oberhand hat. In den Residenzen jedoch, in denen jedweder Kaufherr unter dem Schutze internationaler Selbstverwaltung Quartier nehmen kann, die Monumente des Handelsfleißes, Geschäftshäuser, Konsulargebäude, Banken. Mehr als 100 Jahre lang schützten die Kolonialmächte mit Kanonen ihre eigenen Privilegien. Bald aber auch die einige chinesischer Kaufleute, Politiker und Militärs, die von ihren Gnaden Millionäre wurden. Nach der Befreiung 1949 zogen sich viele nach Amerika, Europa und Taiwan zurück. In den Hochhäusern des ehemaligen Bund wechselten die Mieter. An die Stelle der Banken, Aktiengesellschaften, Konsulate und Zollhäuser traten nach der Revolution Stadtverwaltung, Freundschaftsläden und der Seemannsclub.
aus dem namenlosen Fischerdorf des 3. und der unbedeutenden Kreisstadt des 13. Jahrhunderts erblühte nun im souveränen Staat ein neues Shanghai von 12 Millionen Einwohnern. Sie leben auf 932 Quadratkilometern. Haupteinkaufsstraße ist die 7 Kilometer lange Nanjing Lu, die frühere Nanking Road. Das Warenhaus Nummer 1 ist tonangebend für den Konsum. Was die Designkollektive in Shanghai entwickeln, wird für ganz China die Mode von morgen. Doch schon heute klagt mancher Familienvater. Bei 5 Personen geben wir monatlich 56 Yuan für das Essen aus. Jetzt braucht allein eine meiner Töchter dieselbe Summe in einem Monat für Bekleidung. Die materiellen Anreize, ein Schlagwort vom Januar 1977 nach Entmachtung der Viererbande, ziehen eine neue Lohnordnung nach sich. Höherer Verdienst für höhere Leistung. Schluss mit dem Prinzip der Gleichmacherei. Am frühen Abend hängen die Restaurants ihre Speisetafeln vor die Tür. Die Garküchen, Imbissstuben und kleinen Spezialitätenlokale. Südlich der ehemaligen französischen Konzession in der alten Chinesenstadt wuchs einst die stärkste Zelle des chinesischen Kommunismus heran. Und am 1. Juli 1921 fand in der Wangchi Road der erste Kongress der KP Chinas statt, mit 12 Delegierten, unter ihnen der 28-jährige Mao Zedong. Sechs Jahre später, nach der grausamen Kommunistenverfolgung durch Chiang Kai-shek, hatte die Partei einen so großen Zulauf, dass der US-Forscher Upton Clare erschreckt schrieb: Dies ist das Ende der weltweiten Herrschaft des weißen Mannes. Eine neue Bedeutung gewann das altchinesische Geming, zu Deutsch den Auftrag ändern. Entstand einst im Alten Reich Unordnung, hatte der Kaiser das Mandat des Himmels verwirkt. Das Volk erwarb das Recht, den Auftrag zu ändern. Das Recht zur Revolution. Nun hatte die Nationalregierung den Auftrag des Himmels verwirkt. Wieder war Unordnung. Das Recht des Bürgerkriegs war auf der Seite der Kommunistischen Partei. Im Juli 1937 bricht Krieg aus. Die Japaner überfallen China. Im August schon wird Shanghai angegriffen, im Dezember besetzt. Die Residenzen der Briten, Franzosen, Deutschen und Amerikaner bleiben verschont. Chinesen aber, die von einer Konzession in die andere wollen, brauchen ein Visum der Besatzungsmacht. Japanische Militärpolizei kontrolliert an der Gartenbrücke über den Suzhou Creek, heute der Wusongjiang, die Ausweise. Zehn Tage später fällt Nanking. Überall im eroberten Gebiet verstärken sich an den Verkehrsknotenpunkten die Kontrollen der Japaner. China ist an Fremdherrschaft gewöhnt. In Shanghai kontrollieren seit 1842, lange vor den Japanern, Briten, Franzosen und US-Amerikaner das Leben der Bevölkerung. Unter dem zweifelhaften Schutz der Invasoren wird in den 20er und 30er Jahren Shanghai zum Paradies der Abenteurer aus aller Welt. Magischer Flitter, schreiender Lärm, Hektik, buntfarbig, verderbt, die verruchteste Stadt des Ostens. Opiumhandel, Spielhöllen, Lasterhöhlen, Nackttanzbars, Bordelle, ja der gesamte Sumpf des Amüsements wird kontrolliert von organisierten Gangstern. Und sie alle leben nicht außerhalb der Gesellschaft, sie sind die Klammer, die dieses Shanghai zusammenhält. Diese Oase der fremden Mächte
inmitten eines einzigen riesigen Slums. Der Publizist Edgar Snow schreibt, wieder einmal ist Hungersnot in China, aber in Shanghai merkt niemand etwas davon. Tumble In annonciert, süße und garantiert reine Mädchen. 8000 Registrierte werden gezählt, 20.000 nicht Registrierte geschätzt. Wo werden sie bleiben, wenn eines Tages die Revolution kommt? Der Amüsierbetrieb fand seinen Weg nach Hongkong und Taiwan. Die Rikscha-Kulis rüsteten um auf Pedicabs. Und die 28.000 süßen Mädchen erlernten neue Berufe. Wie etwa Wu Mei Mei. Die Seidenstrümpfe, die sie einst trug, stellt sie nun her. In der Fabrik zur neuen Technik. Für das Abendland waren Veränderungen in China schon zu allen Zeiten unvorstellbar. Die Zivilisation der Chinesen verharrt in starrer Unveränderlichkeit mit einem wunderbaren Widerstand gegen alle Einflüsse durch mehr als 5 Jahrtausende. Für Hegel war China der älteste Staat und doch keine Vergangenheit, heute ebenso existent wie in alten Zeiten. Ranke zählte China zu den Völkern des ewigen Stillstandes. Und Herder schrieb, das Reich ist eine einbalsamierte Mumie, mit Hieroglyphen bemalt und mit Seide umwunden. Ihr innerer Kreislauf ist wie das Leben der schlafenden Wintertiere. Wie wenig China schlief, erzählt das alte Märchen von Yugong, dem närrischen Greis. Zwei große Berge versperrten dem alten Manne die Tür. Da beschloss er, sie mit einer einfachen Hacke abzutragen. Du bist doch nicht gescheit, sagte der Nachbar. Wie willst du allein zwei Berge versetzen? Yugong antwortete, sterbe ich, bleiben die Kinder. Sterben die Kinder, bleiben die Enkelkinder. Danach kommen Generationen, die sich ablösen. Höher können die Berge nicht werden, nur niedriger. Warum sollte ich nicht beginnen?